Wenn wir den russischen Imperialismus in der Ukraine nicht stoppen, dann wird es keinen nachhaltigen Frieden in Europa geben. Dann wird es andere Ziele geben, die von Putin angegriffen werden. Und natürlich will ich. Aber ich versuche doch nur dafür zu werben, dass wir auch in dieser Demokratie Bevölkerung mitnehmen müssen. Und ich gemeinsam mit vielen, vielen anderen, wir investieren da auch viel Zeit, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass mehr Waffen Frieden schaffen können. Das ist aber ein Bruch mit all dem, wofür dieses Land jahrzehntelang stand. Und ich habe leider noch nicht den Eindruck, dass das so fest und fix ist. Deswegen sage ich ja auch, wir müssen als Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Opposition ist wichtig, Kritik ist wichtig. Aber ich fände, in dieser zentralen Frage sollten die großen Kräfte zusammenarbeiten. Denn wir haben genügend Nationalisten und Populisten, die dem Putin auf den Leim gehen und die wollen, dass die Ukraine verliert. Und davor habe ich auch ein bisschen Angst. Ja, aber bis jetzt.